Hallo liebe Community, ich grüße euch wieder von der Insel Usedom. Nur eine Woche ist seit den verregneten Aufnahmen auf dem Berlin-Usedom-Radweg vergangen und ich habe mich spontan entschlossen, auf dem Ostsee-Radweg von Swinemünde nach Danzig zu radeln. Aber erst ab morgen, heute genieße ich erstmal ja den etwas vollen Strand und das schöne Wetter. Und die Freiheit hier. Es ist hier durchaus möglich, ohne Gesichtswindel in Geschäfte zu gehen. Kaum jemand trägt diesen Scheiß im Gesicht. Und wenn, sind es sicher deutsche Merkel-Jünger. Es lebe die Normalität. Das war sehr erfrischend. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in der Ostsee gebadet habe. Ich glaube, da war ich noch ziemlich klein. Genug gesonnt und gebadet. Dies ist die Promenade von Swinemünde. Nicht ganz so altehrwürdig wie die deutschen Seebäder, wie die Kaiserbäder Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin. Was ich beobachtet habe, ist, wenn Deutsche hier in Geschäfte gehen, ich höre es ja an der Sprache, dann setzen sie die Gesichtswindel auf. Aber auch nicht alle. Mir geht's gut und selten war ich so selig und erleichtert wie heute, Deutschland verlassen zu dürfen. Dies ist der zentrale Platz von Swinemünde oder Swinoujscie. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Meiner Meinung nach der schönste Platz in der Stadt. So viel ist ja leider nicht übrig geblieben nach der Bombardierung 45 hier.